Wenn du dich selbstständig machen willst oder einfach nur weiter in diesem Staat leben willst, wirst du sehr wahrscheinlich mit Behörden zu tun bekommen. Und da ich selbst in insgesamt 3 Behörden gearbeitet habe, kann ich dir in diesem Film gut erklären, worauf du achten solltest im Umgang mit Behörden. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht gleich als Unternehmer und Selbstständiger in das Wirtschaftsleben eingetreten. Vielmehr habe ich vorher auch Ausbildungsberufe durchlaufen, war eine Zeit lang beim Finanzamt, dann eine längere Zeit bei der Bundeswehr und auch eine längere Zeit bei der Kriminalpolizei. Und alles sind Behörden und da gelten ganz eigene Gesetze, ganz eigene Regeln, ganz eigene Wertesysteme und darauf werde ich dich in diesem Video vorbereiten. Die erste wichtigste Frage, die ich mit dir erörtern möchte, ist die Frage, ob Behörden überhaupt berechtigt sind. Und hierzu lade ich dich zu einer kleinen Reise ein. Stell dir einfach mal vor, es würde solch eine starke Krise geben, dass die Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, nicht mehr existieren würde. Das bedeutet, wir würden ganz von vorne, vielleicht im Wald anfangen, ein Lager aufzubauen und würden uns neu organisieren. Da ich nebenberuflich auch als Survival-Trainer arbeite, weiß ich, wie schnell draußen in einem Lager auch Ordnung geschaffen werden muss. Als erstes bestimmt die Gruppe einen Lagerleiter und den Stellvertreter. Dann gibt es jemanden, der ist für die äußere, für die innere Sicherheit verantwortlich. Dann ist jemand verantwortlich für die Lebensmittel, für die Zubereitung, für die Gesundheit, für die Waffenlagerung, dann für die Kommunikation und vielleicht für die Kinder, wenn sie vorhanden sind. Und so entstehen in jeder Gruppe notwendige Aufgaben, notwendige Ämter, die, wenn die Gruppe größer werden, auch eine größere Verantwortung und Organisationsstruktur haben. Und diese Ämter, die werden in einer großen Gesellschaft dann zu den Behörden. Dann gibt es das Außenministerium, dann gibt es das Innenministerium, das Ministerium für Gesundheit. Dann gibt es eine Leitung, Bundeskanzler und die Stellvertreter. Es gibt natürlich dann auch die entsprechenden Kommunikationsbehörden und die entsprechenden Behörden, die für die öffentliche Ordnung verantwortlich sind. Das bedeutet also, diese Ämter, diese Funktionen oder die heutigen größeren Geschwister dieser ersten Amtsinhaber des deutschen Volkes, das sind heute die Diener, die dir zu dienen haben. Das bedeutet, du brauchst keine Angst haben. Diese Aufgaben haben einen Zweck, und zwar dir und mir zu dienen. Sicherlich wirst du andere Erfahrungen manchmal gemacht haben, dass die entsprechenden Beamten oder die Bediensteten das vergessen haben, dass sie Staatsdiener sind. Aber tatsächlich werden sie wovon bezahlt? Von deinen Steuern, von meinen Steuern werden die Gehälter und die Renten bezahlt für die Menschen, die die Aufgabe haben, uns als Gesellschaft zu dienen. Allerdings wird der Leistungstausch in diesen Behörden ganz anders geregelt und reguliert, als es der freie Markt beispielsweise tut, wenn du und ich uns selbstständig machen. Wenn du oder ich als Selbstständiger oder als Unternehmer an den Markt herantreten und unsere Leistungen sind nicht marktfähig, sind nicht wettbewerbsfähig, sind nicht gut, dann wird uns auch kein Kunde dafür bezahlen. Das ist einer Behörde anders. Die Aufgabe eines Staatsdieners ist es in der Regel nicht, selbstständig denkend und handeln, neue Leistungen zu entwickeln und an den Markt zu bringen, damit es dem Bürger noch besser gefällt. Denn dann würde er gegen Regeln, gegen Vorschriften verstoßen. Das heißt, die Aufgabe eines Staatsdieners ist es, die Regeln und die Richtlinien und die Vorschriften zu kennen und darin zu handeln. Und vielleicht, wenn er Glück hat, hat er einen kleinen Ermessensspielraum, nach dem er handeln darf, in einer gewissen Variationsbandbreite. Wenn du also zum Staatsdienst gehst, du also uns als gesamten Volk dienen möchtest, wird es deine Aufgabe sein, gewisse Regeln ein- und aufrechtzuerhalten zum Wohle aller. Was kannst du also daraus für deinen Umgang mit Behörden lernen? Das erste ist, diese Mitarbeiter in allen Behörden, allen Ämtern sind ursprünglich dazu eingesetzt, das Leben leichter zu machen, sprich also dir und mir zu dienen. Der zweite Punkt ist, dass diese Menschen in einem Regelwerk leben, das sie selbst nicht erschaffen haben. Und sie können es auch nicht verändern, denn dieses Regelwerk, das wird vom Gesetzgeber gemacht und der Gesetzgeber wiederum wird gewählt von dir und von mir. Wenn du es also in Zukunft mit den entsprechenden Behörden zu tun hast, sei es das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, das Finanzamt oder andere Institutionen, dann ist es deine Aufgabe, zunächst einmal herauszufinden, in welchem Regelsystem diese Behörde agiert. Wenn du also dein Gewerbe anmelden möchtest, dann macht es Sinn, einen Blick in die Gewerbeordnung zu werfen. Möchtest du beispielsweise steuerliche Meldungen machen, dann schau einfach mal in das Umsatzsteuergesetz rein oder bei deiner Einkommensteuer in das Einkommensteuergesetz.
Es dauert in der Regel 5, 20, 30 Minuten, dich ein wenig sachkundig zu machen. Dann schau vielleicht noch einen YouTube-Film und ein paar Ratgeber, lies ein paar Artikel, gib die Fragen bei Google rein und mach dich so sachkundig. Und wenn du noch einen Experten im Umfeld hast oder jemand, der länger in diesem Gesetz unterwegs ist, dann interview und frage ihn nach den wichtigsten Punkten, nach den wichtigsten Fallstricken und nach den wichtigsten Tipps, die du bekommen kannst. Und so kannst du vorbereitet in diesem Regelsystem und diesem Regelwerk mit deinen Rechten, die du jetzt kennst, in Interaktion treten. So kannst du Verständnis auch haben für den Sachbearbeiter, für den Bediensteten, der ja gezwungen ist, alles richtig zu machen in seinem Regelwerk, damit er nicht abgemahnt wird, damit er nicht seinen Arbeitsplatz verliert. Deshalb lade ich dich ein, dass du aber Verständnis für diese Menschen hast, die sich entschieden haben, in diesen Staatsdienst zu gehen. Ihnen bleibt gar keine andere Wahl, als die Regeln ein- und aufrechtzuerhalten, denn dafür werden sie bezahlt. Und wenn du so mit diesen Staatsdienern umgehst, also auf Augenhöhe, dann wirst du feststellen, dass sie dich auch so behandeln. Wenn du sie aber als Feind oder als Gegner abstempelst und diese auch so behandelst, dann wundere ich nicht, weshalb du auch auf der gleichen Ebene auch Feedback bekommst. Denn geh davon aus, dass diese Staatsdiener schon häufige Angriffe hatten und deshalb auch genau wissen, was ihre Rechte und was ihre Grenzen sind. Meine Erfahrung aus den Konflikten mit Behörden, und da hatte ich selbst natürlich auch reichlich, ist es genauso gut oder sogar besser, Bescheid zu wissen als der jeweilige Sachbearbeiter in seinem Rechtsgebiet, in seiner Behörde. Und mit diesem Wissen, mit diesem Know-how und auch mit diesen Experten kannst du dann entsprechend auch interagieren, kommunizieren und vielleicht auch besser die Arbeit machen oder besser auch die Meldungen, die von dir verlangt werden, machen, als es erwartet wird, und schon hast du keine Probleme mehr. Auf der anderen Seite, wenn du bewusst dich dagegen entscheidest, gegen die Regeln und Richtlinien, dann denke mal daran, dass dein Feind dann nicht der Sachbearbeiter der Behörde ist, sondern dein Feind ist dann die Gesellschaft, bin ich und die anderen. Denn wir haben gemeinsam das Grundgesetz als Grundlage, darauf basierend sind alle Rechtssysteme entwickelt worden und haben die Aufgabe, dein und mein Leben und das Miteinander zu regeln und so zu regulieren, dass jeder die maximale Freiheit hat. Aber die hört dort auf, wo das Rechtsgebiet eines anderen beginnt. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, dein Gewerbe anzumelden, die richtige Rechtsform auszuwählen, die steuerliche Anmeldung durchzuführen oder vielleicht eine Marken- oder Patentanmeldung, dann können wir dich gerne dabei unterstützen. Denn wir haben nicht nur Unternehmensberater und Coaches bei uns im Team, sondern auch Rechtsanwälte, Steuerberater und Experten für Marken- und Patentanmeldung. Gerne kannst du also Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch, das Video mit Daumen hoch liken und unseren Kanal abonnieren. Und ich wünsche dir in Zukunft viel Spaß, Freude und auch Gelingen in der Interaktion mit den Behörden. Denn du weißt jetzt, worauf es ankommt, und du kannst auf Augenhöhe kooperativ mit dem Sachbearbeiter zusammenarbeiten, und gemeinsam werdet ihr gute Ergebnisse erzielen. Viel Erfolg wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer.